Ich bin seit Juni 2012 Mitglied. Ich habe lange überlegt, ob ich dazugehe. Und eigentlich reizt mich im Nachhinein, dass ich nicht früher dazugegangen bin, weil mein Herz schon immer für einen Hirnschlag. Es gibt unwahrscheinlich viele Leute, die sagen, ich bin ein Hirn-Fan, aber er hat den Schritt noch nicht gemacht, zum Verein zu gehen. Ich sage zu ihm jeden, da ist man bestens aufgehoben. Da trifft man Freunde, da trifft man Gleichgesinnte. Man hat Vorteile, in diesem Verein dabei sein zu dürfen. Und die Leute kann man nur bestens empfehlen, geht's zum Jan. Ich bin jetzt Mitglied seit 2020 und für mich war das einfach die logische Konsequenz. Ich gehe seit Jahren in die Heimspiele und bin die letzten Jahre auch öfter auswärts mit dabei gewesen. Und ja, einfach die logische Konsequenz, die Verbundenheit zum Verein noch mehr zu zeigen. Und deswegen bin ich Mitglied geworden. Ich persönlich finde, der Jan ist noch so ein Mitgliederverein. Also wenn man sich größere Vereine anschaut, dann hat man eine Mitgliederzahl, eine Mitgliedernummer, und ich glaube, beim Jan ist einfach noch dieses Jahr das Familiäre, einfach die Jan-Familie, dass man nicht nur eine Nummer, sondern dass jedes Mitglied gleich viel wert und einfach ja, dem Verein was zurückgeben. Ich glaube, wir sind alle sehr gerne auf der Hans-Jakob-Tribüne und sind dankbar, dass wir die Spiele anschauen dürfen, und für mich ist das einfach was zurückgeben für den Verein, der uns so viel bedeutet. Ich bin seit mittlerweile jetzt 3 Jahren Mitglied und ich bin mit dem Jan schon aufgewachsen, und deswegen hat sich das einfach für mich so erschlossen, dass ich, weil ich jedes Wochenende zu den Spielen gegangen bin, eben Mitglied geworden bin. Für mich bedeutet das, dass ich meinem Herzensverein was zurückgebe, also dass ich eben die Möglichkeit habe, dem Verein, der mir eben Freude gibt, was mit meinem Beitrag zu geben. Also ich bin genau im Jahr 2013 Mitglied geworden und wollte einfach den Jan unterstützen. Es ging vielleicht ein bisschen kurios, dass ich gerade nachdem der Jan aus der zweiten Liga abgestiegen war, Mitglied geworden bin. Aber ich habe mir damals gedacht, jetzt erst recht, man muss den Verein gerade unterstützen, wenn es ihm nicht so gut geht. Also für mich ist es wichtig, dass ich den Verein, der mir ans Herz gewachsen ist, nicht nur von außen erlebe, sondern von innen. Das heißt, ich werde zu Mitgliederversammlungen eingeladen. Ich lerne dort neue Leute kennen, ich kann mich mit denen über mein Hobby unterhalten. Ich finde einfach, es gehört dazu, dass man Mitglied beim Jan ist, und ich würde jedem Fan wirklich empfehlen, dass er sich einen Ruck gibt und selber einen Mitgliedsantrag unterschreibt.